Alle Kinder sind musikalisch. Die angeborene musikalische Veranlagung muss nur noch geweckt werden. Musikgarten lädt Kinder ab dem Säuglingsalter und deren Eltern zum gemeinsamen Musizieren ein. Eine ausgewogene Mischung aus Liedern, Sprechversen und Tänzen sorgt für Abwechslung. Wir fördern mit der Musik die Sprache, wir fördern die Bewegung. Es ist ja so, dass jedes Kind die Stimme der Mutter im Mutterleib schon hört und den Rhythmus, den Herzschlag der Mutter im Mutterleib spürt. Und es wird wieder aufgenommen dadurch. Ja, die Florentine liebt einfach Musik. Das war schon von Anfang an so, wie sie ganz, ganz klein war. Also eigentlich vom ersten Tag an. Sobald man singt, ist sie brav und es macht ihr riesen Spaß. Laufen, Turnen, Springen. All das üben die Kleinen bei. Im Sauseschritt nehme ich die Mama mit. Mitmachen kann man schon ab 18 Monaten. Rückwärts gehen, sich wie ein Eisbär bewegen, sich bis zur Decke strecken oder Schubkarren fahren. Nichts ist einfacher als das. Auch ein Purzelbaum will gelernt sein. Durch Fühl- und Balanceübungen werden Motorik, Körperempfinden und Gleichgewicht geschult. Grundbewegungsarten lernen. Sie müssen balancieren, Purzelbäume, hüpfen, rückwärts gehen, mit Bällen, mit Seilen, alles, was man halt so als Grundbewegung können müsste und was leider Gottes im Alltag ein bisschen untergeht, weil die Zeit nicht dazu bleibt, die Kinder auf jedem Randstein balancieren zu lassen oder immer hüpfen zu lassen. Viele kennen das traditionell ostbayerische Liedgut gar nicht mehr. Das will Hans Wachs ändern. Seit 11 Jahren singt er schon mit Kindern und deren Eltern. Es wird aber auch rhythmisch geklatscht und das Tanzbein geschwungen. Und Hans Wachs weiß zu seinen Liedern auch immer noch eine kleine Geschichte dazu. Der Modell ist zum Beispiel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vorne mit der Dampfmaschine. Dampfmaschine ist Kroger, vorne nächste die Boker. Die Lieder sind im Prinzip kaum bekannt. Kommen aus der Region, sind sehr schön. Ich lerne es selber auch bei Kursen kennen. Das ist mir ein Anliegen, dass es im weitesten Sinn einfach weitergeht. Vermittlung von Kultur aus der Region. Gemeinschaft zu singen ist ein ganz eigenes Gefühl. Wenn dann dieses Hoppadi-Hopp, so wie halt aus 40 Kehlen kommt, das ist erhebend. Bube, dann kommt, die Bank kommt. Ruft die Polizei. Zaubern lernen findet wohl jedes Kind toll. Und das auch noch gemeinsam mit dem Papa? Super! Beim Kurs Zaubern mit Papa verbringen die kleinen Zauberer und Zauberinnen einen magischen Tag. Gemeinsam werden Zaubertricks gelernt und diese dann auch vor Publikum vorgeführt. Wie in der richtigen Manege. Kannst du den Trick noch mit dem magnetischen Zauberstab? Oh! Und dann haben wir noch ein paar Kartentricks gelernt.
Ein Trick mit dem bösen Buben zum Beispiel. Und ein Trick, wie man ganz schnell mit seinen magnetischen Händen auch wieder zwei Karten rauszaubern kann. Haben wir noch gelernt, wie man eine Münze verschwinden lässt, oder? Passt, wunderbar. Und dann der Zauberstab. Heute ein Zauberspruch. Oh, jetzt ist es weg. Wir machen einfache, aber sehr effektive Tricks, die also wirklich relativ gut zu lernen sind, schnell zu lernen, aber doch schon ein bisschen Oha-Effekt haben. Was lernt man alles beim Zaubern? Also neben den Effekten natürlich Selbstbewusstsein, Präsentation, wie man spricht, wie man sich bewegt. Also das ist natürlich ganz, ganz was Tolles. Und man kann was, was andere nicht können. Das ist ja... Warum zaubern mit Papa und nicht zaubern mit Mama? Weil ich denke, die Mamas sind eh meistens zu Hause und haben die Kinder immer um sich. Und das ist jetzt mal ein Sonntag, wo die Mama mal Ruhe hat und nur der Papa mal gut fürs Kind, fürs Familiengefüge. Und vor allen Dingen haben die beide ein Geheimnis. Die dürfen es nämlich nicht verraten. Und ja, fürs nächste Weihnachtsfest oder so dürfen sie eine Vorführung machen. Und vielleicht der ein oder andere... Wer weiß, wie sich das entwickelt. Vielleicht sieht man sich mal in Las Vegas. Hier wird der Grundstein gelegt. Das Gurkenschneiden fällt noch ein bisschen schwer. Und die Karotte ist auch noch etwas widerspenstig. Aber mit Hilfe von Papa kriegt man es dann schon hin. Bei Kochen mit Papa verbringen die Kinder wertvolle Zeit mit ihrem Papa. Und es macht Spaß? Magst du gern kochen? Und lieber mit der Mama oder mit dem Papa? Papa. Unter der Anleitung von Michaela Tschuschner schwingen die Kinder mit ihrem Papa den Kochlöffel. Heute kochen wir viele Grundrezepte aus regionalen und saisonalen Speisen. Wir machen heute eine Kartoffelsuppe zur Vorspeise, eine bayerische Kartoffelsuppe. Dann gibt es eine Pizza mit einem selbstgemachten Hefeteig. Dann haben wir einen Apfelstrudel als Nachspeise mit einem Strudelteig. Und Fischnuggets. Interessant ist, Väter kochen anders als Mütter. Väter kochen nach Rezept. Sagen wir so, die Anfänger kochen nach Rezept. Und die Mütter kochen schon nach Gefühl. Das macht einfach wahrscheinlich auch die Übung. Nach der Schwangerschaft wollen viele Mütter wieder Sport treiben. Pilates eignet sich besonders gut, um wieder in Form zu kommen. Das ruhige und wohltuende Training hilft, um aufrecht und beweglich zu bleiben. Und die Kleinen dürfen auch mitkommen. Das ist die Mischung, dass man wieder lernt, diese Core Stability, wie Pilates, Josef Pilates das nennt, zu aktivieren, also eine Grundfestigkeit im Rumpf. Und zum anderen lege ich Wert darauf, dass wir viel Lockerungsübungen machen, gerade für den Schulterbereich, auch so beim Stillen, ja, aus dieser Haltung wieder rauszukommen, sich aufzurichten, weich zu werden. Ich habe gemeinsame elterliche Sorgen für meine beiden Kinder. Wie schaffe ich es, meine Kinder öfter zu sehen? Nach einer Scheidung bewegt diese Frage viele Männer. Da ist es gut, wenn man sich mit Gleichgesinnten austauschen kann. Der große Punkt ist immer ein bisschen so das Klagen, dass jeder einfach mal seinen Stand sagt, wie es ihm geht, was er erlebt hat, welche Probleme auftreten. Das ist immer natürlich ein größerer Punkt. Aber natürlich geht es auch um das ganz Praktische, wie man mit den Kindern umgeht, wie wir unseren Erziehungsauftrag erfüllen. Und wir haben auch durchaus eben auch praktische Sachen. Wir machen Ausflüge mit den Kindern oder auch ohne Kinder. Es ist einfach gut, wenn ich Männer erlebe und Väter erlebe, die wirklich toll sind, die für ihre Kinder sich einsetzen, die mit den Kindern gut umgehen, ist es einfach, dass man sich in seiner, also als Mann und Vater irgendwo auch untergleichen stärken kann. Aber es geht auch darum, dass diese Interessen, die wir haben, auch also bei der Politik ankommen, weil zum Beispiel die Gerichte und auch die Jugendämter nicht immer so entscheiden, wie es vielleicht wir glauben, richtig wäre, damit die Kinder auch ihre Väter wirklich gut erleben können. Ich komme in die Vätergruppe, die integriert ist in EBW, weil ich hier neu bin in Regensburg und habe halt auch eine Gesprächsrunde gesucht, die meine Interessen vertritt. Sich Kleider selber nähen zu können, das wünschen sich viele. Beim Nähkurs mit Silvia Hirsch lernt man genau das.
Zunächst versuchen sich die Kursteilnehmerinnen aber erst einmal an einem Kissen. Also der Kurs richtet sich eigentlich alle, die Lust einmal haben, mit der Nähmaschine umzugehen und die eigentlich immer nur ein bisschen Angst gehabt haben, eine Nähmaschine zu bedienen. Zuerst haben wir eine kleine Einführung gemacht an die eigene Nähmaschine, weil meistens haben wir Probleme mit der eigenen Nähmaschine. Und dann haben wir ein kleines Kissen genäht. Das ist jetzt nichts Aufwendiges, es war ein Reißverschluss dabei und Nähte zusammen. Aber man merkt schon, man hat ein paar Probleme mit dem Reißverschluss und das haben sie jetzt gut bewältigt, meine Kursteilnehmer. Für viele Kursteilnehmerinnen ist es schon länger her, dass sie zum letzten Mal an einer Nähmaschine gesessen haben. Ich wollte meine Nähkenntnisse wieder mal auffrischen. Ich habe seit 2 Jahren eine neue Nähmaschine im Schrank, vor der habe ich etwas Berührungsängste gehabt und jetzt ist der Kurs eigentlich gerade passend für mich gewesen. Ich habe jetzt heute unter anderem mit meiner neuen Nähmaschine gelernt, wieder mal das Einfädeln, dann vor allen Dingen einen Reißverschluss einnähen, das habe ich noch nie gemacht. Pilates nach der Schwangerschaft, Aufsetzen? Zaubern mit Papa oder der Musikgarten. Das Angebot der Familienbildung beim Evangelischen Bildungswerk Regensburg ist sehr vielseitig. Da ist bestimmt auch etwas für Sie dabei. Schauen Sie doch mal rein.